Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Ausgabe des 100 Abo Specials. Ich kommentiere hier ein 101 gegen 1-1-2-2-3-3-4-4. Nach. Ja, im Hintergrund habe ich jetzt so ein bisschen das Video laufen. Ich sehe nicht besonders viel davon. Deswegen werde ich nicht direkt Bezug auf das Video nehmen. Ich habe mir nur schon so, bevor ich gegen ihn gespielt habe, ich wusste ja, dass er gegen mich spielen möchte, überlegt, was ich denn so sagen möchte im Kommentar und dass ich es nachkommentieren werde. Das ist mir auch wichtig. Also erstmal möchte ich ihm danken. Ja, er ist nämlich derjenige gewesen, der mich zu dem gemacht hat eigentlich, was ich denn später in Birkfoss war. Ich spiele ja nicht mehr so wirklich. Also bin auch total schlecht geworden jetzt, aber früher war, kann man ja schon so sagen, ich war nicht wirklich schlecht jetzt, ne? Also, ging eigentlich. Und er war eben derjenige, der mich früher in seinen Clan aufgenommen hat, in No 4. Da war ich total stolz drauf, da rein zu dürfen. Wir haben auch einen Abend lang die ganze Zeit 101s gemacht, so, er hat mich immer schön abgezogen. Und ich dachte immer, er hat Premium, dabei hat er nur gepottet. Ich wusste damals überhaupt nicht, was ist denn Potten, wie geht das denn und, boah. Und nur durch ihn habe ich gelernt, wie das denn ist zu potten. Durchs Potten, oder Potten ist ja eigentlich wichtig und da, das habe ich halt durch ihn gelernt. Ich bin durch ihn in eine größere, ja, Gemeinde, Community eben gekommen, hatte Kontakt zu anderen Spielern, war auf jeden Fall eine geile Anfangszeit für Brickforce. Wir haben uns dann später sozusagen jetzt hier No Homo und so, hört sich ein bisschen schwul an, aus den Augen verloren, nachdem sich No 4 dann aufgelöst hatte. Ich war, bin irgendwie Prestige gegangen kurz und so. Und dann kam eben Toxic und dann Defender, dann Pwned, glaube ich, und jetzt, ja. Oh Gott. Ja, naja. Der Kleine, den ich gerade bin. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Oh Gott, das ist jetzt peinlich. In welchem Clan bin ich denn? Ja, egal. Auf jeden Fall hat mich eigentlich 1-1-2-2-3-3-4-4 dazu gebracht, oder mich zu dem gemacht, wie ich gespielt habe damals. Das habe ich eigentlich nur ihm zu verdanken. Ja, deswegen kommentiere ich das auch auf jeden Fall nach, denn ich, ach oh, nee, ich weiß auch nicht. Es macht einfach, er ist so der allererste Spieler, zu dem ich wirklich Kontakt hatte. Also mit dem habe ich viel geschrieben. Wir haben einen Abend lang eben One-on-Ones gemacht. Dann kamen noch die anderen aus der Clan 1-2-2. Naja, auf jeden Fall auch alles Zahlen. Fand ich ziemlich lustig, interessant. Und ja, ich fand eigentlich, er war für mich der beste Spieler damals. Ich fand ihn extrem gut. Und ich finde ihn immer noch sehr gut. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wie er jetzt spielt und so, ob er überhaupt noch spielt, aber wenn er so geblieben ist, ist er immer noch sehr weit vorne. Ja, wir hatten auch schon vorher ein paar 101s gemacht, da habe ich dann auch mal gewonnen. Aber er meinte, er hat nicht an seinem PC gespielt und so. Man merkt ja auch, jetzt spielt er ziemlich gut. Aber ich habe auch schon relativ gut wieder gespielt. Ich war ja da zu der Zeit bei meinem Vater und war ja kein bisschen eingespielt, wie man ja gesehen hat. Ja, wie ich gerade sehe, Nachladebug gibt's auch noch. Ist sehr schön gewesen damals. Hauptsächlich wegen Nachladebug habe ich aufgehört, weil der gefixt wurde. Ja. Dann wollte ich noch eine Sache zum Gameplay hier sagen. Zum Schluss seht ihr, wie ich weglaufe vor ihm. Ich wollte eigentlich, weil ich wusste, dass er das auch hochlädt, das könnt ihr auch auf seinem Kanal sehen, ich muss den noch verlinken, das muss ich mir irgendwie noch aufschreiben. Das schreibe ich mir jetzt gleich mal auf. Auf jeden Fall am Ende laufe ich weg. Ich wollte weglaufen, damit es ein Unentschieden wird. Ach toll, jetzt habe ich gespoilert, wie das Ende ist. Ja, ist ja egal. Ich wollte das ja sagen, und da ich nicht hundertprozentig weiß, ob das alles hier so raufpasst, ja, sage ich es jetzt schon. Ich bin auf jeden Fall weggelaufen vor ihm, weil ich wusste, wenn ich jetzt zu ihm laufe, das ist jedes Mal so in einem 101. Wenn die Zeit knapp ist, unentschieden, ich denke so, ja, den kriege ich nochmal, hab auch voll live manchmal. Ich kriege ihn nicht. Nie. Das ist einfach, ich verliere dann immer das 101 um einen Punkt. Deswegen dachte ich, so, ich laufe weg. Vielleicht schaffe ich es ja, denn sonst kriegen würde ich ihn nicht. Und ja, so dachte ich eigentlich, können wir noch einen Unterschied machen. Vielleicht
habe auch gehofft, dass er so ein bisschen mit drauf eingeht, nochmal weggeht oder irgendwas. Naja, hat er dann nicht gemacht, dann hat er noch, na, ich kann es ja jetzt sagen, er hat dann noch gewonnen, er hat mich nochmal gekriegt. Ja, ich finde eben so ein Unentschieden immer schöner hochzuladen, das ist immer gut für beide Seiten so. Aber, ja, was soll's, ne? Geht auch so. Jo, das Gameplay ist jetzt auch schon fast vorbei. Mensch, ich sehe so hoch. Ja, das haut sogar so ungefähr hin, alles. Mit dem Aufgenommenen meiner Stimme und alles. Ich muss ja alles einzeln aufnehmen und deswegen passt es nicht so darunter unter das Video. Ich sage jetzt immer unter, weil ich die Tonspur von mir meistens unter das Video lege in meinem Videobearbeitungsprogramm. Und dann ist es einfach unter. Das müsst ihr so verstehen. So, jetzt ist mein wichtigstes Gesprächsthema auch schon zu Ende. Deshalb werde ich euch jetzt einfach meine Sorgen und meine, naja, Aggressionen werde ich jetzt von mir geben lassen. Mich davon befreien, hoffe ich. Ich habe nämlich Sonnenhals. Ihr seht das jetzt nicht, aber Sonnenhals. Das geht gar nicht. Ich habe mir Sword Art Online, wozu ich auch ein Review gemacht habe, was nicht besonders gut war, wie ich im Nachhinein feststellen musste. Sollte eigentlich nur, ist eigentlich mehr so meine Meinung, ganz kurz gesagt. Nichts Besonderes so. Auf jeden Fall habe ich mir das vorbestellt, weil das jetzt auf Deutsch rauskam. Und bei Amazon, leider bei Amazon, vorbestellt. Ich konnte es auch noch vorbestellen, weil eigentlich noch welche auf Lager waren und bla bla bla, keine Ahnung. Amazon ist leicht zu blöd gewesen. Und jetzt habe ich es nicht. Amazon hat, also steht jetzt da, dieser Artikel ist nicht mehr ist vorübergehend nicht erhältlich oder wie auch immer. Und wegen Amazon, weil die so einen irgendeinen Fehler gemacht haben, die hätten mich das doch gar nicht mehr vorbestellen lassen müssen, wenn sie wissen, dass ich das gar nicht mehr kriegen kann und ah, das regt mich gerade so richtig auf. Ich hätte heute am 20.09., gut, es ist schon der 21.09.08, naja, am 22.09., hä, 20, oh Gott, was laber ich denn? Am 20.09., heute ist der 21., also jetzt schon der 21., aber am 20.09., gestern oder eben am Freitag, wurde Sword Art Online released auf Deutsch. Und ich habe mich so gefreut, yeah, jetzt bin ich alleine und jetzt kann ich das ja so richtig schön durchsuchen, das erste Volume. Einfach mal so am Stück das gucken und wird bestimmt voll geil. Also in der Schule habe ich schon immer so drüber nachgedacht. Dann komme ich nach Hause, guck bei Amazon rein und dann steht da, dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar. Wir benachrichtigen Sie oder wir schicken Ihnen eine E-Mail, keine Ahnung, wenn das Produkt wieder verfügbar ist. Habe ich so gedacht, Scheiße, Alter, ich hätte so kotzen können. Ah, ich habe so einen Hass gerade auf Amazon, weil die mir das jetzt nicht schicken können und ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert und ich habe mich so gefreut. Boah, das regt mich extrem auf. Extrem. So, das. Ja, ein schönes Ende. Das Gameplay ist jetzt vor Ende, zu Ende. Ihr werdet jetzt noch einen schwarzen Screen sehen, wenn das denn nicht alles so aufeinander passt. Und ja, dann haut rein und bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und bis dann.